So, also es, der Tauhid der Uluhiyya deutet, beinhaltet auch den Tauhid der Rububiyya. Und ebenfalls beinhaltet dieses Wort den Tauhid der Asma wa Sifat, den Tauhid der Namen und Attribute Allah Sajallas. Denn jemand, der keine Namen und Attribute hat, der gehört in die Kategorie des Nichtseienden, des Nichtexistenten. Und deswegen sagten einige der Salaf, das gibt dieses Wort, ist sehr berühmt. Sie sagen, Al-Mumathil ya'budu sanaman, wal-Mu'attilu ya'budu adaman, wal-Mu'ahidu ya'budu rabban, ilahan wahidan, oder rabba samatul ard. Oder soll es ähnlich aussehen. Das heißt, der Mu'attil, der Negierer der Eigenschaften und Namen Allah, yani, wie zum Beispiel die Jahmiyyah, sie haben jede Eigenschaft und jeden Namen negiert. Oder die Mu'tazila. Die Mu'tazila bestätigen nur die Namen, negieren jede Eigenschaft. Die Salaf sagten, der Mu'attil, also jemand, der sowas, der die Namen-Eigenschaften Allah negiert, er betet das Nichts an. Denn das, was er anbetet, ist nicht Allah. Allah hat Attribute und Namen. Das, was er anbetet, hat weder Namen noch Attribute. Und das, dazu passt nur das Nichts, das Nichtseiende. Und der Mumathil, der Allahs Namen und Eigenschaften vergleicht oder gleichstellt mit den Geschöpfen oder die Geschöpfe gleichstellt mit Allah, der betet einen Götzen an. Weil das, was er anbetet, ist nicht Allah. Wenn er sagt, Sam'ullah ka sam'ina, das Hören Allah ist wie unser Hören, das Sehen Allah ist wie unser Hören, Sehen, die Hände Allah ist wie unsere Hände, das Herunterkommen Allah ist wie das Herunterkommen von uns, das, was er sich in seinem Gehirn vorstellt und anbetet, gemäß diesen Vorstellungen, das ist nicht Allah. Und deswegen sagen die Salaf, diese Person betet einen Götzen an, den er sich in seinem Gedanken ausgemalt hat. Und der Muwahhid, der betet den Herrn, den Rabb der Himmel und der Erde an.